Salü miteinander, herzlich willkommen bei RBBQ. Heute gibt es Bacon French Rolls. Was ist das? Das zeige ich euch gerne zeigen. Viel Spass beim Video. Das sind Zutaten, die wir brauchen werden. Wir haben hier ein Toastbrot, Bacon, dann einen Frischkäse, Barbecue-Rub, Barbecue-Soße, zwei Chili, ein bisschen Cherrywood-Chips, also Kirschholz und ein Schwiegermutter Meinungsverstärker, ein Wallholz. Den Frischkäse tue ich jetzt hier in Schüssel. Würze das mit ein Barbecue-Rub. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Dann tue ich meine zwei Chilis durchschneiden und grob hacken. Auch das kommt dann zum Frischkäse dazu. Dann wird das kurz vermengt und fertig ist meine Füllung. Das Toastbrot tue ich in so, sag jetzt mal, 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Dann nehme ich die Rinde weg. Und dann tue ich die mit dem Wallholz wie einen Kuchenteig so dünn wie möglich auswallen. So, das habe ich jetzt mit allen Toastbrotscheiben gemacht. Jetzt kommt meine Frischkäse-Chili-Füllung auf den Toastfladen. Ich verteile den ein bisschen. Und dann wird das zusammengerollt. Et voilà, French Roll. Jetzt kommt natürlich mein Speck noch zum Einsatz. Ich nehme jetzt hier genauso viele Specktranchen, wie die Rolle lang ist. Eine geht noch. Jetzt wird die Rolle mit dem Speck umwickelt. Und fertig ist meine Bacon French Roll. Jetzt sind wir draußen am Grill. Ich nehme den GPS-Satz raus. Schaffen wir auf der linken Seite ein bisschen Platz. Jetzt habe ich hier die Räucherschale vom Weber. Ich fülle meine Cherry Wood Chips ein. Ich habe jetzt die nicht gewässert, weil ich brauche etwa 20 Minuten Rauch. Darum habe ich es heute nicht gewässert. Bei grossen Stück tun sie wässern, dann haben sie sicher doppelt so lange Rauchzeit wie so. Aber für mich sollte das jetzt heute so lange. Jetzt setzen wir die Räucherschale direkt auf den Brenner drauf. So. Schieben den Grill wieder richtig zusammen. Und lassen das dann sicher so 10 Minuten anwärmen. Bis es anfängt zu qualmen und dann kann man auflegen. Vorgeheizt, das räuchert schön. Jetzt
Jetzt lege ich mir eine Alufolie auf den Grillrost. Durch das Baconfett und durch die Barbecue-Sauce, die dann später kommt, wollte ich mir nicht gerade den Grill zusauen. Darum ein guter Trick, eine Alufolie drunter oder ein Geschirrli, eine Schale. Dann müsst ihr nachher weniger Grill putzen. Ich lege jetzt hier drei von diesen Rollen mal auf. Naja, die Alufolie will gerade nicht so, wie ich will. Aber sobald der Deckel zu ist, geht das gut. Wie ihr seht, man kann also auf einem Gasgrill sehr gut räuchern. So sieht das nach 10 Minuten aus. Es fängt an blubbern und tropfen. Jetzt sind 20 Minuten vorbei. Es ist Zeit zum Glasieren. Wir sind eben auch Maler und Lackierer, können wir auch. Das hat jetzt so 5 Minuten lang ein bisschen anziehen können. Jetzt verpassen wir noch einen zweiten Anstrich. Mehr als zweimal glasieren müsst ihr da nicht. Es ist jetzt 25 Minuten her und ihr seht, die Alufolie hat sich da sehr gut bewährt. 30 Minuten vergangen. Meine Bacon French Rolls sind gut. Ich nehme es aber vom Grill. Mega sieht das aus. Hoffentlich schmeckt das also gut, wie es aussieht. Machen wir einen klassischen Mittelschnitt und schauen wir das von innen an. Okay, ist so zu erwarten gewesen. So, meine Bacon French Rolls wären bereit. Chili jetzt runter, Glaze, der Barbecue-Sauce, cool. Bacon kann sowieso nicht falsch machen. Sie Fräulein, kommen Sie mal schnell. Ich probiere das einmal. Coole Idee, oder? Ich sage nur eins Gedicht. Dazu sage ich nur 2 Daumen hoch. Top. Danke vielmals. Also, wenn sie das sagt, habe ich wieder mal alles richtig gemacht. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. RBBQ. Tschüss. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. RBBQ. Das war jetzt schon wieder falsch. RBBQ. Nochmal. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, RBBQ und tschüss. Und von fein. Hoffentlich hat Spass gehabt. Ich überlasse euch jetzt noch ein paar schöne Bilder. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen, bis nächste Woche, RBBQ und tschüss.